Bald ist es wieder soweit. Jedes Jahr in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November treffen sich alle Hexen, Zauberer und Geister aus der Umgebung, um den Winter willkommen zu heißen. Auch ich bin dieses Jahr dabei und werde auf meinem Besen zum Treffen reiten. Aber vorher möchte ich wissen, wie wird so ein richtiger Hexenbesen eigentlich gemacht? Los geht's! Puh, ganz schön anstrengend, aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, denn wo so viele Besen sind, muss doch auch einer sein, der sie bindet. So, jetzt glaube ich, komme ich der Sache schon ein bisschen näher. Und so mache ich mich auf den Weg zum Hexenbesenexperten Willi Eiskirch im Besenbinderweg in Gondershausen. In seiner Werkstatt sieht es heute noch so aus wie zu Großvaters Zeiten. Naja, Willi Eiskirch ist ja auch schon 76 Jahre alt. Und übt sein Handwerk schon mehr als 60 Jahre in dieser Werkstatt aus. So haben früher immer die Schiene gerissen für die Ringe. Heute werden sie alle mit Draht gemacht. Aber das ist immer zu viel Arbeit. Und heute mit den Ringen, das ist was. Die Arbeit, die wird gar nicht mehr bezahlt mit den Ringen. Und jetzt muss ich mal einen Ring machen. So. Die Schiene wird dann dreimal drum gezogen. So. Und das Ende, das wird dann mit eingepackt, dass das nicht aufgeht. So, dann ist der Ring fertig. Und so werden dann drei Stück werden dann gemacht. Immer eine kleiner, dass die fester werden. Und dann haben wir die Besen ja immer so. Drei Stück dann durch den Kopf gedreht. Meistens sind sie alle schon kaputt gegangen. Dann muss man immer aufpassen, dass das Ende da ist, wo ich die Finger habe, dass das nicht aufgeht. Und demnach drehe, dass die nicht aufgeht. Jetzt ist das Ende ist da. Jetzt muss ich, darf ich nicht so drehen, dann geht es nämlich auf. So. So. Und dann kommt der kleine drauf. Der kleine kommt dann an das Ende dran. So, und dann ist das Besen soweit fertig. Da wird er noch ein bisschen nachgeschnitten, die Spitze hier abgeschnitten, dass die dann da nicht hängen bleibt und so. Und dann ein bisschen gleiche geschnitten. So, und dann wird dann noch die Haare geschnitten. So, dann ist der Besen fertig. Und dann kommt der Ring rein. In der Stiel kommt dann auch rein. Der Stiel ist auch Haselnuss. Und die
werden dann unten angespitzt. Man darf die unten nicht rund machen, sonst drehen die sich in den Besen drin. Dann machen wir die meistens immer so kantig. Und dann kann man die gerade dann so und ganz spitz unten. Und dann werden die so da reingemacht. So. Und dann ist der Besen fertig. Jetzt bin ich schlauer und weiß, wie ein echter, handwerklich hergestellter Hexenbesen gemacht wird. Aus Reisig, Haselnuss und ganz viel Sorgfalt. Hoffentlich bindet Willi Eiskirch noch sehr lange Besen für die Hexenzunft. Dann kann ich mich ja auf den Weg zum Treffen machen. Ich bin auch schon etwas spät dran. Bleibt nur noch die Frage, wie schnell darf man mit dem Hexenbesen eigentlich fliegen?